Liebe ehrwürdige Väter, liebe Brüder und Schwestern, wir stehen in der ersten Vesper, am Ende der ersten Vesper zu Ehren des Großmärtyrers, des heiligen Georgios, des heiligen Georg, den wir in großer Festlichkeit in der ganzen Orthodoxie feiern. Morgen feiert auch unsere griechische Kirche in Wien, der heilige Georgios, sein Patrozinium, sein Panigiri. Daher geht unser Wunsch und unser Gebet auch an die Gemeinde des heiligen Georg, dass der Herr sie auf die Fürsprache des heiligen Georg behüte und beschütze, besonders auch zu unserem hochverehrten und sehr geliebten Metropoliten, dass Gott, der Herr, die ganze Metropolie auf die Fürsprache des heiligen Georgios schützen möge. Im Laufe des Jahres, ja täglich, feiern wir viele Märtyrer der Kirche. Aber der heilige Georg, gemeinsam mit dem heiligen Demetrius und einigen anderen, leuchten in besonderer Weise auf. Sie sind strahlende Festfeiern im Laufe des Jahres. Sie gehören zu den großen Festlichkeiten der ganzen Orthodoxie. Unzählig sind die Klöster, die Kirchen, die Kapellen, die dem heiligen Georg geweiht sind. Daher feiert die Kirche mit großer Feierlichkeit diesen Heiligen. Es war im Jahr 304 ungefähr, als er sein Martyrium erlitt, im gleichen Jahr wie der heilige Demetrius oder bei uns hier in Austria, in Österreich, der heilige Florian. Es war die letzte große Christenverfolgung des Römischen Reiches unter Diokletian, welcher schon bald ein Ende bereitet wurde, besonders auch den Jahren darauf durch den heiligen Kaiser Konstantin den Großen und seine heiligen Mutter Helena. Es waren die letzten Zuckungen des heidnischen Roms gegen Christus und den christlichen Glauben, aber in Liebe und im Gebet hat Christus und hat die Kirche dieses Heidentum besiegt. Und siehe, schon in wenigen Jahrzehnten war das Römische Reich ein christliches Reich geworden. Und es ist der Same der Märtyrer, so singen und beten wir immer wieder, der das Beet bereitet für das Leben der Kirche. Es waren in diesen drei Jahrhunderten unzählige Christen, die ihr Leben geben mussten oder durften für den Glauben an Jesus Christus. Diese Generation, der heilige Georgios und seine Mitstreiter und Mitleidenden, sie sind gleichsam ein Abschluss und doch auch wieder ein Neubeginn. Denn wer meint, dass das Martyrium mit jenen Jahren abgeschlossen werde, täuscht sich. Die Kirche Jahrhundert um Jahrhundert, Jahrzehnt um Jahrzehnt, Jahr um Jahr, Tag um Tag, bringt Märtyrer zum Throne Gottes. Auch in unseren Tagen geschieht dies. In vielen Ländern der Welt werden die Christen nicht nur verfolgt, sondern gequält und getötet auf widerlichste und bestialischste Art und Weise. Ja, das Martyrium gehört zum Leben der Kirche. Es ist gleichsam das Blut, das durch das Leben der Kirche schlägt und so Gnaden und Früchte der Heiligkeit hervorbringt. Sie vereinigen sich mit Christus, dieser heiligen Märtyrer. Sie haben in ihm sein Vorbild. Er, der Heilige, Gott selbst, der Mittler aller Gnaden, er, der unschuldig war von Anfang seiner Existenz, da war er Gott und war er Mensch, er gab sein Leben hin am Kreuz. Und so sind es die heiligen Märtyrer, jene Menschen, die mit Gottes Gnade und Tapferkeit ihm nachgefolgt sind. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, sagt unser Herr Jesus Christus. Der heilige Georg gehört nun zu jenen Großmärtyrern, weil sein Martyrium über eine ganze Zeit dauerte und immer wieder neue ausgeklügelte Foltern an ihm verübt wurden. Aber mutig trug er das Martyrium, am Abend zerfetzt und zerschlagen, verblutet, am nächsten Morgen stand er wieder auf, als sei nichts gewesen, um von neuem das Martyrium zu erdulden. So sehen wir, dass diese Männer oder diese Frauen, es gab auch viele Frauen, ja auch viele Kinder, dass sie voller Mut das Martyrium erduldet haben, sich nicht fürchteten, keine Angst hatten vor den Qualen des Martyriums, denn sie wussten, in jener Stunde ist Gott besonders bei ihnen. Und der heilige Georgios, er wusste auch, wenn er nun die Augen schließen wird, das ewige Leben wartet auf ihn, er wird die Worte unseres Herrn Gottes Jesus Christus hören. Komm, du guter Knecht, du treuer Knecht, nimm teil am Hochzeitsmahl deines Herrn. Der heilige Georg, seit jenem Tag seines Martyriums, er hat viele Wunder gewirkt.
Daher sind ihm viele Kirchen geweiht und Klöster. Immer wieder hat er das Gebet seiner Verehrer erhört. So ist es auch ein ganz interessanter Umstand, dass auch in der Türkei bis heute viele Moslems den heiligen Georg verehren, während sie sonst die Heiligen natürlich ablehnen. Aber der heilige Georg spielt oft noch in ihrem Leben eine Rolle. Es ist schade, dass in der modernen Zeit die Verehrung des heiligen Georg im Westen zurückgedrängt wurde, weil man meint, es besser zu wissen als die alten Zeiten, dass sein Leben Legenden darstellen, dass das alles nicht so gewesen ist, ja viele sogar jede Blasphemie begehen und seine Existenz abstreiten. Wir Orthodoxen, wir wissen, in diesen 1700 Jahren, der heilige Georg hat so viel gewirkt und getan, dass er eben nicht eine mythische Figur ist, sondern ein lebender Heiliger im Himmel. Möge daher der heilige Georg mit seinem Beispiel, das er uns gegeben hat, dass Gott allein genügt, dass wir alles für unseren Glauben, für unser Seelenheil hingeben müssen bis hin zum Leben. Möge der heilige Georg, der ständig auch für uns betet und uns beschützt, möge der heilige Georg immer uns beistehen, heute und in Zukunft. Amen. Christus ist auferstanden.